So, weiter geht's. Wir sind jetzt auf dem Mond, haben die erste Mission gemacht und sprechen mit Eris. Gorl, der Fanatiker. Kota, deine Vergangenheit sucht dich heim wie lebende Albträume, Hüter. Um mich herum öffnen sich auch alte Narben. Phantome meiner Freunde kehren mit einer Bosheit zurück, die sie niemals besaßen. Jedes einzelne von ihnen, der verdrehte Wille dieser schaurigen Pyramide. Aber das darf uns nicht von unserem Vorhaben abhalten, einen Weg ins Innere zu finden. Natürlich nicht. Zusammen haben wir unsere Feinde besiegt. Das wird uns wieder gelingen. Jawohl. Luxusprämien. Her damit. Oh, da haben wir nicht genügend Platz. Ja, Kampagnenverfolgung. Wir machen das sofort. So. Ja, Zielorte müssen wir auch noch anschauen. Da geht's dann hin. Auf der Suche nach Antworten heißt die heutige Quest. Und ja, wir nehmen hier noch Nimm es. diese Waffe mit. Und das schnappen wir uns wann anders. So. Genießen. Noch fast vergessen. Naja, das kann man eigentlich zerstören. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Aber hier. Das wollen wir haben. Achso, ich muss es noch zuweisen. Wählen und nach rechts. So. Auf zur Quest. Kann man alles mal auf sich wirken lassen hier, wie der Mond aussieht. Okay, da sind wir schon mal falsch gefahren. Wir hätten jetzt hier auf halber Strecke hier hochspringen müssen. So. Im Es Höllenschlund. ist hier. Es jagt mich. Ja, sofort. Da geht's lang. Oh, wir haben hier wunderschöne Wächs. So, weiter geht's. Hier ist die Festung der Schatten auf der Suche nach Antworten. Mit X können wir rein. Okay, Aris. Wohin? Und los Die geht's. Schutzbarriere der Pyramide ist nur eine temporäre Unbequemlichkeit. Bevor wir hindurchgehen, sollten wir verstehen, wie sie funktioniert. Die Schar könnte darüber Auskunft geben. Sie lebten seit Äonen neben der Pyramide. Und jetzt haben sie diese Scharlachfestung obendrauf gebaut. Sie wussten also definitiv über ihre Existenz. Okay. Jetzt, da sie aktiv ist, erscheinen seltsame Schargruppierungen auf dem Mond. Dazwischen besteht zweifellos ein Zusammenhang. Dann beginnen wir damit. So, wo genau sollen wir denn hin? Alice, wir haben es gefunden. Scheint ein Ritual zu sein. Wir müssen den Zweck erfahren. Hab keine Angst, der Schar entgegenzutreten. Nee, haben wir nicht. Wir sind doch schließlich Hüter. Und das klappt ja schon ganz gut. Aber wie es aussieht, müssen wir ein bisschen näher gehen.
Illusorische Partikel müssen wir sammeln. Hier, die Hexe hatte einen. Naja, das war eine Scharlarve. So, wo geht's weiter? Hier ist eine Art Ritual. Kann man hier durchlaufen? Passiert dann was? Nein. Da unten gibt's noch Gegner. Die schnappen uns. Ah, mit Hexe. Okay, und da wäre noch einer. Ah, jetzt hier. Da wollten wir hin. Ein Albtraum offenbart sich. Noch immun? Jetzt nicht mehr. Und wir sind tot. Da ist es ratsam, aus dem Weg zu gehen. Yes! Und hier haben wir unseren Partikel. Drei sogar. Und nochmal ein. Kiste dürfen wir auch aufmachen. Oh, da scheint auch was zu passieren. Der hat aber seinen Freund besiegt. Dürfen wir auch in die Kiste schauen? Reinschauen dürfen wir. Nur gab's nichts. Hier hätten wir wieder ein paar Gegner. Und einen Beinschutz dazu. Da hinten gibt's einen Albtraum. Der Kamikaze-Igel ist schon dort. Jawohl. Schön durch die Beine geworfen. Halt! Ich will doch meine schwere Waffe haben. Sehr schön. Ab in die Kiste. So. Haben wir wieder viele schöne Dinge sammeln können. Und da haben wir noch was verloren. Unter anderem ein Gegner. Auf der Suche nach Antworten. Wir müssen jetzt da lang. Vielleicht da unten rein? Nein, oben drauf. Okay. Einmal klettern. Aris, es sind die Albträume. Die Schar versucht, sie für das Ritual anzulocken. Wie merkwürdig. Aber wofür? Unklar. Aber anscheinend können ihnen die Albträume nichts anhaben. Anders als uns. Wir müssen erfahren, wie sie das zustande gebracht haben. Das ist der Schlüssel, einen Weg über die...
Aris? Diese Schreie hörten sich bekannt an. Fast wie Omnigul. Mhm. Wir müssen uns beeilen. Mission abgeschlossen. Auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, euch hat die Mission gefallen. Wir starten direkt gleich weiter ins nächste Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei schon mal.